Ja. Also ich habe jetzt 40 so Dinge. Ich habe 16. Das heißt, wir sind bei 56. Ich würde sagen, wir machen den 64er-Stack voll. Und dann überlegen wir uns was Neues. Ja, dann gehen wir zurück, bauen Dispenser, kloppen den noch in die Falle und ich denke, dann ist unsere Zeit schon wieder vorbei. Ach, tatsächlich? Ach, wie die Zeit rennt. Alter, wir sind ja nur hier am Stehen, kloppen und schwätzen. Sonst das tun wir ja nichts. Ja, aber ganz ehrlich, heute ist der Themenfluss bei den Gesprächen gut, muss man ja sagen. Ja, ich wollte auch noch meine Lieblings-TV-Sender vortragen. Ach so, stimmt. Ja, tu ich. Was gucke ich denn hier? Das Erste. Oho. Ja. Aber nur, wenn gute Dokumentationen laufen. Ja, genau. Es geht um Dokus. Ich will ja gebildet werden. Dann gucke ich auch noch Servus TV. Sehr interessante Reportagen laufen da in HD. Ja, das stimmt. Und ZDF-Kultur ist immer sehr gut, besonders wenn es dann um Musik geht. Ja, stimmt, ja. Die sind ja auch bei Festivals immer gut dabei und berichten da ganz groß. Ja, das stimmt. Das ist sehr positiv. Und Sportsender gucke ich. Blüm, gebimmelt. Blüm, blüm, warum bimmelt das hier denn so? Das ist krass. Bist du Stufe aufgestiegen? Ich? Ja, kann gut sein, ja. Also bin mir nicht sicher, aber müsste ich mir nochmal angucken hinterher. Motorsport ist immer interessant. Außer Formel 1. Formel 1 ist öde. Ja. Naja, ich weiß nicht, da stirbt ja mittlerweile nicht mal mehr jemand. Nö, bei Formel 1 passiert hier nichts. Nee, aber wenn hier, Tipp an alle, die Formel 1 gucken, ja, auf RTL zum Beispiel. Wow, warum ist da ein Skelett gespawnt, Alter? Das auf reitet den Sack. Auf der Spinne. Vielleicht ist das neu. Aua! Was wolltest du gerade zum Motorsport sagen? Mein Schwert ist kaputt, ich habe kein Schwert mehr. Du hast kein Schwert mehr? Aber ich dann gebe ich hier das. Dinger. Oh, sehr freundlich. Dann ist meins aber bald kaputt, also müssen wir bald aufhören. Ja, wenn dein Schwert kaputt ist, dann gehen wir zurück und bauen das Pensach. Ja, wir warten, bis es hell wird, dann müsste auch das Schwert kaputt sein. Ach, es ist dunkel draußen. Ja. Hier, Formel 1 auf RTL, ist ja mit Werbeunterbrechung und so ein Scheiß. Ja, Boxen auch. Guckst geht auf den Sack. Guckst du Formel 1 auf ORF 1, ja, ist auch deutsch kommentiert und hat keine Werbeunterbrechung. So, das muss mal gesagt sein. Ja. Oder natürlich die ganz krassen Pay-TV-Leute, die haben dann da natürlich kein Problem mit. Aber wir sind ja arme Studenten. Ja. Und deshalb können wir uns sowas nicht leisten. Auch MTV ist ja jetzt so ein Scheißsender. Ja, aber auf MTV läuft ja eh keine Musik mehr. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich für 16 and Pregnant oder wie das heißt, unbedingt Geld bezahlen muss. Ja, früher, ich glaube, das M stand auch mal für Musik bei MTV. Wirklich? Ja. Munkelt man das? Das munkelt man. Interessant. Ja. Oh, ja, da kann ich natürlich. Hier Rätselfrage. Ja, genau, ist mir auch gerade eingefallen. Ah, zwei Idioten, ein Gedanke. Sehr gut. Ja, dann trägst du die vor. Ich darf sie vortragen. Ja. Ja, heute Rätselfrage heute ist: Was war das erste Lied bzw. Musikvideo, was auf MTV gelaufen ist? Damals vor. Oh, wie lange gibt's denn die schon? Weiß ich nicht, 70er. Keine Ahnung, in den 70ern. Was war das erste Lied, was MTV... Späte 70er? Nee, 80er? Nee, wie alt ist MTV? Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt. Wir wissen nichts. Aber wir wissen, was das erste Musikvideo war. Richtig, wisst ihr das auch. Wenn ihr es wisst, dann schreibt es halt in die Kommentare. Und ja, man muss einfach nur mal so überlegen, jetzt ist mein Schwert kaputt. Wie so drauf? Genau, wie ist MTV drauf? Und ja, dann könnt ihr euch so eigentlich Dinge schon überlegen. Das heißt, der 64er-Stack sollte voll sein. Ich habe 19. Ja, siehst du? Oh, bei mir geht der Testalarm los. Was für ein Alarm? Hier, die Feuerwarnsirene. Ach, ist bei euch Sirenentest? Ja, es ist der erste Samstag im Monat. Ach stimmt, ihr habt ja so hey, und das Regen hat aufgehört, sehr schön. Ja, sehr schön. Super, bei uns perfekt. Ist Sirenentest immer unregelmäßig. Einfach mal, steht dann irgendwann in der Zeitung, man soll sich nicht wundern und dann gibt's da morgens immer Party. Kannst du es nicht hören? Nicht erst um, nö. Nicht erst um Viertel nach elf, sondern bei uns geht es halt immer morgens um neun los, am Wochenende irgendwann, so sonntags oder so. Okay, nee, bei uns ist es warte immer mal, ich samstags. Muss mal kurz was futtern, sonst... So, dann gehe ich erstmal in unser Häuschen, baue mir ein neues Schwert. Ja, ich mache mir mal ein zweites, kann ja nicht schaden. So, jetzt haben wir 64er Stack Spinnendings. Wie viele Bögen kriegen wir da draus? Oh, jetzt höre ich's. Ja, Ich habe gerade nicht aufgepasst, sorry, was hast du gefragt? 64er Stack Spinnenseite, wie viele Bögen kriegen wir da draus?
64 durch 3. Also mal mindestens 20. Ja. Okay, das heißt, da können wir uns 20 Dispenser genau mitbauen. Genau genommen 21. Ah, hier ist doch schon mal eine Bastelkiste. Was? Ach, du willst hier schon Bögen bauen? Ach nee, du brauchst ja ein Schwert, hast du gesagt. Ja, genau. Ah, ich guck mal, ich glaube, ich mache mir auch mal noch eins. Nur so zur Sicherheit. Aber ach ja, es gibt jetzt auch hier, wenn du auf Kies läufst, dann klingt das anders. Tatsächlich. Und auf Erde klingt es auch anders. Das hat nämlich vorher immer so ein sehr seltsames Geräusch getan. Schweine klingen aber immer noch gleich. Ja. Was machst du jetzt? Stimmt, wir müssen ja eh rüber. Ja, genau. Gehen wir einfach mal hin. Sonne ist ja erst aufgegangen, haben wir genug Zeit. Hopp. Ja, Kartoffeln, so. Wo findet man die eigentlich? Ja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Karotten auch, mal, ich weiß es nicht. Also Kartoffeln müssen ja eigentlich in der Erde sein, wenn es realistisch ist. Ja, oder zumindest direkt irgendwie oben drauf sein, wenn ich, so wie ich Minecraft kenne, weißt du, so einfach direkt auf dem Erdeklotz ist so ein Kartoffelding, so wie die Kakaobohnen an den Bäumen. Ja, genau, so stelle ich mir das auch vor. Genau, ich auch. Und Karotten dann wahrscheinlich auch, keine Ahnung. Ich denke mal, das wird ja wie ähnlich wie bei den Kakaobohnen sein. Die kannst du finden und ernten und dann irgendwo einpflanzen und dann wachsen sie da. Ja, aber die Frage ist, liegen die einfach so da rum oder müssen wir dafür erst in ein neues Gebiet gehen? Ja, dafür müssen wir dann sowieso in ein neues Gebiet gehen, weil hier werden keine sein, weil das Gebiet gibt's ja schon. Ich glaube, dazu müssen wir irgendwo hingehen, wo der Map Generator neuen Weltabschnitt generieren muss. Da werden dann auch Kartoffeln und sowas zu finden sein. Wobei dann müssen wir mal eine Reise tun. Ja, wir müssen uns vor allen Dingen vorher mal schlau machen, in was für Gebieten der ganze Krempus wächst. Auch wird einfach gesucht. Eine Reise mit Fred und Heinz. Oh, guck mal an. Ich hol mal ein bisschen Kohle. Ja, dito. Geh mal weg. Oh, was sehe ich denn hier? Da tut sich etwas auf. Hallo? Ach nee, da geht's wieder raus. Ah, da ist aber Eisen. Oh nee, da geht's wieder rein. Oh, guck mal. Oh. Oho, aua. Ach du Heilige. Guck dir das mal an. Hier ist alles gehüllt. Jetzt bin ich aber mal interessiert. Ich auch. Aber es hat alles seine Löcher zur Oberfläche irgendwie. Ja, hier geht's aber jetzt erstmal runter. Und runter und runter. Tiefer. Alter. Es geht ja einfach immer weiter. Sehr gut. Wo geht denn das hin? Am Ende kommen wir unter unserem Haus wieder raus. Ja, pass mal auf. Ich denke... Nee, doch nicht. Aber hier ist Kohle. Und Eisen. Dann nehme ich mal das Eisen mit. Ja, man muss ja auch immer mal an seine Rohstoffsituation denken. Ja, das ist durchaus wahr. In Minecraft. Ja, in Minecraft, ja. Ich habe letztens mal wieder Skyrim ausgepackt. Ach du Scheiße, ja. Kann ich ja mal erzählen. Ja, und stimmt, ich das bin hast, so du, einer, hast du irgendwie erwähnt, ja. Ich bin so einer, ja, oh, ich mache jetzt die Quest, also genau diese Quest, die Hauptquest, ja, und dann so, ach, was ist denn das da hinten? Na, eine Höhle habe ich noch gar nicht entdeckt. Gehe ich hin, entdecke die Höhle und dann so, ach, gehe ich einfach mal rein und dann, weißt du? Und absolut, das ist so krass. Absolut zielgerichtet. Ich komme überhaupt nicht klar in Skyrim. Oh, es hat gebimmelt. Weißt du, wenn ich da rumlaufe und einfach nur eine Quest machen will, die Hauptquest, ja, und dann am Ende mache ich 50 Nebenquests, aber die Hauptquest ist immer noch nicht fertig. Ja, ich glaube, das ist das, ich glaube, so funktioniert das Spiel. Nee, das Alter, ist hier viel Kohle. In Skyrim ist das auch richtig cool gemacht. Weiß nicht, ich habe selbst noch nie Skyrim gespielt, muss ich sagen. Ja, dann müssen wir da mal ein Let's Play Together. Oder ich kann ja auch mal einfach ein Let's Show machen mit Fred und Heinz. Ja. Mein Skyrim-Charakter. Ich habe ewig viel entdeckt auf der Map, aber wirklich weit mit der Hauptquest bin ich nicht. So sieht es bei mir aus. Oh ja. Müssen wir uns mal zusammentun. Ja, wir haben auch vorhin mal wieder überlegt, was können wir eigentlich noch spielen? Was gibt's denn noch für... Mir ist was eingefallen, was... unterhaltsame Spiele, die man im Multiplayer spielen kann. Ja, ich habe mir jetzt was eingefallen, was sogar nichts kostet. Das ist natürlich praktisch für dich. Was denn? Zombie Panic Sewers. What the f... Zombie Panic Sewers? Habe ich noch nie gehört. Genau, das ist ein Mod. Für die Source Engine wahrscheinlich. Genau, für die Source Engine. Und das ist eigentlich relativ cool gemacht vom Spielprinzip her. Ja. Alter. Huch, da unten ist eine Fledermaus. Komm mal her, los. Ich habe eine Schlucht gefunden. Hier ist was? Eine Fledermaus. Was? Komm her. Hier. Komm her.